Sei ganz herzlich willkommen, dass der Herr dich reichlich segnen möchte in der Kraft des Heiligen Geistes, in der Gewissheit, Gott ist gut. Amen. Markus Kapitel 10, Vers 48, B und 49. Markus 10, 48, 49. Er aber schrie noch lauter: Du Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Da blieb Jesus stehen. Ruft ihn her zu mir. Ein paar von den Leuten liefen zu dem Blinden und sagten zu ihm: Nur Mut, steh auf. Jesus ruft dich. Vater, wir danken dir für deine Gnade. Wir danken dir, dass du ein treuer Gott bist. Wir danken dir für die Verheißung, die du uns schenkst. Herr, ich proklamiere deine Zusage in Jesu Namen. Komm, Heiliger Geist, komm mit deiner Fülle. Führe du uns in deiner Kraft, damit wir wissen, Herr, welches Geistes Kinder wir sind. Wir verheißen deine Zusagen heute. Wir proklamieren deine Wunder jetzt. Herr, und wir kommen mit deiner Liebe, Herr. Denn wir wissen, du führst uns in Kraft und in Wahrheit. In Jesu Namen. Amen und Amen. Darfst dich gerne setzen. In Jesu Namen. Oh, Glorias. Was ist das für ein Instrument? Was kann man damit machen? Genau, du bist ja ein Expert. Es gibt ja bei uns Iron Man, aber heutzutage ist ja alles E. Es ist nicht Bike, es ist E-Bike. So haben wir auch ein E-Byron. E-Byron, komm mal her. Komm mal her hier. Erklär mir mal, was du alles mit diesem Ding machen können. Ja, man kann es für gute Dinge und für schlechte Dinge verwenden. Okay. Kann ich damit mich rasieren? Nee, bist du dir sicher? Nee. Kann ich mich also nicht rasieren? Okay, also wenn ich mich damit rasieren kann, kommst du dann 40 Tage zum Frühgebet. Halt mal das Mikrofon für mich. Wir fangen aber erst Dienstag an, okay? Und als Belohnung hier für dich, ich weiß ja, du bist jetzt in dieser Phase, wo du anfängst, das zu gebrauchen. Also vielen Dank. Ein Applaus dem Herrn für dein Leben. Oh boy, Halleluja. Gott sei Dank hatte ich nicht so einen Pastor, wie du einen hast. Oh my goodness. Wir sind oft gespannt, was können wir nicht machen. Ja, zum Beispiel, es gibt andere Instrumente. Slava, bring mal dein schönes Instrument mit. Na, ganz einfach die Büchse. Brauchst nicht aufmachen. Einfach nur die Büchse. So, bring mal her. Stell dich mal hier hin. Slava, ein Applaus dem Herrn für dein Leben. Halleluja. Wenn jemand dir würde bitten, dass du solltest, jemand sollte für dich dieses Instrument spielen. Und man würde dir die Wahl geben zwischen dem Pastor und Slava. Wem würdest du einladen, um dieses Instrument zu spielen? Wo bleibt die Treue, Geschwister? Es ist abhängig. Wenn du jemand bräuchtest, der nachts Romantik in deinen Verlobung dir eine Stunde ein Violin spielen würde, wen würdest du auswählen? Aber wenn du einen Nachbar hast und du weißt, es irritiert ihn, wenn jemand falsch Violin spielt und du würdest gerne, dass er umzieht, wem würdest du rufen, um Violin zu spielen? Danke, ein Applaus dem Herrn für den, das ich gerne. Halleluja. Wir haben von Gott eine Verheißung. Und weißt du, dass du ein Instrument Gottes bist? Aber wir sind oft fokussiert, in nur so zu agieren, wie wir denken, dass wir agieren können. Und ich möchte heute mal eine Geschichte lesen. Markus 10, Abvers 46. Darfst gerne sitzen bleiben. Dann kamen Jesus und seine Jünger nach Jericho. Na, wir haben ja hier, Slava, komm mal, spiel mal dein Violin. Oder ich spiele das Violin und du liest. Braucht nicht so laut sein, ne? Lass es lieber draußen, weil.
Ich liebte es immer, dieses Instrument zu spielen, nur meine Familie mochte es nicht. Also du kannst freiwillig Amazing Grace spielen oder so einfach. Da kamen Jesus und seine Jünger nach Jericho. Als sie die Stadt wieder verlassen wollten, folgte ihnen eine große Menschenmenge. An der Straße saß ein Blinder und bettelte. Es war Bartimäus, der Sohn des Timäus. Als er hörte, dass es Jesus aus Nazareth war, der vorbeikam, begann er laut zu rufen. Jesus, du Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Die Leute fuhren ihn an, er solle doch still sein. Aber er schrie nur noch lauter, du Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Da blieb Jesus stehen, ruft ihn her zu mir. Ein paar von den Leuten liefen zu dem Blinden und sagten zu ihm nur Mut. Steh auf, der Herr ruft dich. Da warf er seinen Mantel zur Seite, sprang auf und kam zu Jesus. Was soll ich für dich tun, fragte ihn Jesus. Rabbi, flehte der Blinde an, ich möchte sehen können. Darauf antwortete Jesus, geh, dein Glauben hat dich geheilt. Im selben Augenblick konnte der Blinde sehen und ging und folgte Jesus. Halleluja, danke Slava, Halleluja. Ein Applaus dem Herrn für dein Leben. Hier ist ein Mann, er ist ein Blinder und ich möchte mal einen Titel für diese Predigt, 3 Etappen besiegen. 3 Etappen zum Sieg. Oder wir könnten es auch nennen, 3 Zeugen, die diesen Blinden zum Sieg führen. Und interessant ist es, die Bibel sagt, sein Name ist Bartimäus, er saß an der Straße und er bettelte. Und die Bibel berichtet uns, ich finde gigantisch, wenn wir Gottes Wort betrachten, da kommt jemand, eine Übersetzung in Portugiesisch sagt, da kam jemand und sagte, Jesus ist da. Das ist die 1. Etappe. Oder das ist der 1. Zeuge. Oder der 1. Botschafter. Vor dem du zu Gott kamst, da war ein Instrument. Da hat jemand zu dir gesagt, du wusstest nicht. Und er sagt, horch mal, Jesus ist da. Jesus kommt vorbei. Wir wussten das oft nicht. Ich bin in ein christliches Haus aufgewachsen. Viele von hier haben es gehört. Jemand sagt, es gibt einen Jesus und der ist hier. Und das war ein wunderbarer Botschafter. Es war eine wunderbare Etappe. Es gibt etliche Etappen in unserem Leben und wir haben ja alle so ein Splash. So. Es sind Nachrichten, die uns immer so wie kaltes Wasser, ne, wo es so etwas Erfrischendes, aber oft auch im kalten Wasser wirst du geworfen. Aber es ist oft so etwas, was dir Gänsehaut oder was dir ein Erwachen, was dir ein Eindruck gibt. Jetzt auf einmal hast du was. Du hast etwas gehört. Du hast etwas gehört über Jesus, was du nicht wusstest. Du hast gehört, dass er ist da und du kannst zu ihm kommen. Was für eine wunderbare Botschaft. Und er bekommt diese Botschaft. Er war verzweifelt. Er war blind. Die Bibel sagt, dass die Welt liegt im Blinden, im Argen. Wir sind blind. Aber selbst ein Blinder, er erfährt davon, dass da jemand ist, der Sehen machen kann. Ah, Geschwister, wie wunderbar ist es. Wie wunderbar ist es. Ich einst war ein Armer, ein Bettler, war blind und bloß. Aber jetzt, now I see. Ah, Geschwister, wie wunderbar ist es. Und wir haben dieses erste, Jesus ist da. Die zweite, das ist eine zweite Botschafter, eine zweite Etappe. Die Bibel sagt, da kommen Menschen, da kommt ein Bote und er fängt an laut zu schreien. Er hört von Jesus und er will von Jesus mehr erfahren. Und so fängt er an zu fragen. Und er fragt, wem? Die Leute, die um Jesus sind. Und er schreit lauter. Und die Bibel sagt, und sie fuhren ihn an und sagten, hör auf damit, sei still. Hör auf damit. Botschafter, Zeugen, Kinder Gottes. Ah, Geschwister, die größte Entmutigung kommt oft von denen, die wir erwarten, die gehen mit Jesus. Die waren mit Jesus.
Sie waren begeistert mit Jesus und er hörte das. Deswegen hat er von Jesus gehört, weil diese Menschen haben ihm erzählt über Jesus. Es waren wahrscheinlich dieselben, die gleichen. Und jetzt sagt die Bibel auf einmal, und sie fuhren ihn an. Wie können wir Zeuge Jesu doch so brutal sein? Wie können wir doch so religiös sein, wo Menschen sich mehr nach Gott ausstrecken? Sie wollen erfahren die Gnade, die Liebe. Sie wollen wissen, ob Gott ihnen vergeben kann, ob Gott sie erneuern kann, ob sie Chance haben, ob ihre Zukunft ist. Sie sind so verzweifelt. Ich habe gestern ein Foto gesehen. Justin Bieber, wie er festgenommen wird, hat er geschrieben, mein tiefster Punkt meines Lebens, bis ich Jesus kannte. Da hat er geschrieben, was alles geschehen ist. Aber wie oft auch diejenigen, die eigentlich Botschafter sein sollten, die bei dir beiseite sitzen, die sagen auf einmal, hör auf damit. Lass mich in Ruhe damit. Du machst unsere ganze Familie kaputt. Kannst du nicht einfach still sein? Und sie sagten zu ihm, sei still. Wir oft merken gar nicht, wie sehr wir als Gemeinde Jesu Christi, wie sehr wir, die die Botschaft, die gute Botschaft bringen, derselbe Mund, der sagt, Jesus ist da. Und dann kommen sie und wollen zu Jesu rennen, sagen sie, nicht so schnell. Du hast keine Ahnung. Wir gehen schon so lange mit Jesus. Wir haben schon so viel Erfahrung. Und da gibt es einen dritten Botschafter. Und da bin ich begeistert. Und das sind die Verse, die wir gelesen haben. Die Bibel sagt, und das finde ich wunderbar, die Bibel sagt, und er schrie Jesu, du Sohn Davids. Er konnte nicht sehen. Er war blind. Aber er sagt, Jesu, du Sohn Davids. Alle, die sehen konnten, Pharisäer, Schriftgelehrten, Sadduzäer und die Priester, sie haben nicht gesehen, dass Jesus der Sohn Davids ist. Ah, Geschwister, manchmal sind Menschen, die Jesus noch nicht kennen, die wissen mehr über ihn als wir, die schon lange mit Jesus gehen. Und die Bibel sagt, und er schrie lauter und sie wollten ihn stoppen und sagten, hör auf damit. Hör auf. Und wisst ihr, was das Einzige, was aufhörte? Jesus hörte auf zu gehen. Jesus blieb stehen. Lieber Bruder, liebe Schwester, wenn du zu Jesus schreist, er bleibt stehen. Er geht nicht vorbei. Er hält an. Und die Bibel sagt, und dieser Jesus, er bleibt stehen. Und wie wunderbar ist es. Ich bin begeistert von diesem dritten Botschafter. Kommen zu ihnen und sagen, nur Mut. Steh auf. Jesus ruft dich. Ah, Geschwister, wie kostbar, dass diese Botschaft da noch gibt. Die sind selten. Man findet sie in etlichen Plätzen, sogar in der Gemeinde. Und die Bibel sagt, welches war seine Reaktion, wo er diese Worte hörte. Am Anfang, jemand sagte, Jesus ist da, er schrie. Und dann sagt die Bibel, und er schrie und sie fuhren ihn an und er schrie noch lauter. Und dann kommt jemand zu ihm und sagt, nur Mut, steh auf, Jesus ruft dich. Was machte er? Was tat er? Was macht er? Er stand nicht nur auf, was machte er? Er sprang auf. Er sprang auf. Geschwister, wir haben oft keine Ahnung, was für einen Effekt ein ermutigendes Wort bringt. Wir haben oft keine Ahnung, wie viel Kraft jemand empfängt, wenn du ihm ein Wort der Ermutigung gibst. Wir haben oft keine Ahnung, wie jemand auf einmal, die Bibel sagt, und er ließ seinen Mantel. Er sprang auf so sehr, dass sein Mantel, dieser Mantel, den er hatte eigentlich, um auszulegen, wo jeder die Münzen hinlegte und mit welchen er nachts sich zudeckte, wo seine tragische Geschichte geschrieben wurde, die Anklagen, all die Sehnsucht, all die Erinnerungen, all die Traurigkeit,
all das in seinem Mann. Er sprang auf und wo er aufsprang mit diesem Wort der Ermutigung, ließ er seine, das, was für ihn früher alles war, das fällt. Und ich finde es gigantisch und er, er eilt zu Jesus. Da waren ein paar Menschen, sie hörten, was Jesus sagte. Und sie kommen mit der Botschaft, die Jesus sagte, zu ihnen. Der andere Gesandte, der sagte nicht das, was Jesus sagte, sondern er sagte das, was ihm störte. Vielleicht gibt es etliche Dinge, die dir stören im Gottesdienst. Stiller, lauter, langsamer, schneller, mit mehr Abstand, mit weniger, nicht zu radikal, mit anderen Lobpreis, mit modernen Lobpreis, mit altmodischen, mit mehr Gebet, mit weniger, mit mehr Predigt, weniger, mit mehr Lehren, mit mehr Jüngerschaft, mit mehr Freizeiten, mit mehr Kurse. Das sind oft viele Dinge, die du hast. Und die Bibel sagt, da war aber ein Gesandter, sie kommen und sagen genau das, was Jesus gesagt hat. Jesus hat gesagt, ihr ruft ihn, sie kommen und rufen ihn. Aber sie rufen ihn nicht nur. Was machen sie? Hat Jesus gesagt, sie sollen sagen, sei mutig? Das ist nicht ganz korrekt grammatikal, aber sei mutig. Und sie kommen und sie bringen diese Worte. Jesus sagt, ruft ihn. Aber sie machen mehr. Sie kommen und sagen, sei frohen Mutes. Komm, steh auf. Er ruft dich. Es braucht oft einen Einleitungsweg, damit die Personen den Ruf Jesus nachvollziehen können. Wir haben oft ein Evangelium Case, sagt man auf Portugiesisch, ein Evangelium Deutsch, was die Menschen, die Jesus noch nicht kennen, nicht wissen. Der Blinde, er konnte nicht sehen. Der Blinde wusste nicht, wo es lang ging. Der Blinde wusste überhaupt nicht, wie eigentlich zu handeln. Sie sagte nur, ruft ihn. Und sie kommen erstmal und jemand, der blind ist, du musst dich erstmal hineintasten. Du musst erstmal sein Vertrauen gewinnen. Du musst erstmal sagen, in welchem Namen du gehst. Und sie sagen nur Mut, steh auf. Jesus ruft dich. Wir gehen schon lange mit Jesus. Jeder, der hier ist, hat bestimmt schon mehr als eine Predigt gehört. Hauptsächlich hier. Etliche haben die großen Herausforderungen, dass sie schon etliche Jahre hier sind und im Frühgebet hört man so oft den Pastor, dass er sagt, Mensch, ich weiß schon, was er predigen wird. Und damit du jemand begegnest, der nicht sehen kann, musst du ihm Dinge erklären, weil er kennt es nicht. Wenn du ihm sagst, Mensch, ich liebe mehr grün als gelb, weil rosa ist mir widerlich und braun und blau. Ein Blinder kennt die Farbe nicht. Ein Blinder hat noch nie Jesus gesehen. Ein Blinder weiß nicht, was das Grüne ist. Ein Blinder weiß es nicht. Er weiß nicht, was Farben ist. Es gibt ja jetzt so eine neue Brille, wo Menschen, die farbblind sind, dass sie Farbe sehen können. Es ist interessant, wie Menschen weinen, wenn sie das erste Mal Farben sehen. Wisst ihr, Geschwister, das Leben ohne Jesus im Heiligen Geist ist schwarz-weiß. Und ich muss sagen, ich habe viele Jahre, ich liebte Jesus, ich bin mir sicher, ich war errettet. Schwarz-weiß kannst du auch vieles im Film sehen. Ich bin noch von der Zeit, wo es das erste Mal das Fernseher gab. Mein Nachbar hat den Fernseher. Ich wusste nicht, was ein Fernseher war. Ich war damals 7 Jahre und ich musste zu Hause bleiben. Ich habe mich zu meinem Nachbar geschlichen und bei meinem Nachbar lief ein Film, ein Westernfilm, der hieß Rintintin. Das war ein Hund. Und da waren ein paar Banditen. Und wo ich hineinschaue und sehe, was im Fernsehen ist, da sagt einer Bandit zu ihnen, bringt ihn um. Ich habe so geschrien. Ich bin zu Mama und Papa gelaufen, sagt, die wollen mich umbringen. Wisst ihr, Geschwister, wenn wir in der Gnade Gottes gehen, oft haben wir so ein Schwarz-Weiß-Evangelium. Schwarz-Weiß meine ich in filmmäßig, nicht in Richtigkeit. Wir kennen die Farben nicht. Ah, es gibt so viele schöne Farben. Früher da sagte man mir, es waren 7 Farben. Jetzt auf einmal wollte jemand mir ein Smartphone verkaufen mit 1.500.000 Farben. Ich sage, oh my goodness, wo hat er die Farben alle her? Der Heilige Geist hat noch viel mehr. Und diese Männer, sie kommen zu ihm und sie sagen erstmal,
sei getrost, sei guten Mutes. Vor dem du die Menschen von Jesus erzählst, musst du sie erstmal in ihre Lage begegnen, auf ihre Höhe erreichen. Du musst erstmal ihr Herz erreichen. Das ist das Erste. Du kannst die beste Predigt in der Welt bringen, wenn jemand dir nicht zuhört. Kannst du vergessen. Aber wenn du in der Gnade Gottes, und vielleicht sind so viele Dinge in unserem Leben, wo wir merken, wir wurden nicht vorbereitet. Das sind etliche Dinge, wo du einfach im Wasser geschmissen wurdest. Die Bibel berichtet uns in Offenbarung, Kapitel 3, Vers 17. Du bildest dir ein, ich bin reich und habe alles, was ich brauche. Mir fehlt an nichts. Da machst du dir selbst etwas vor. Du merkst gar nicht, wie jämmerlich du in Wirklichkeit bist. Arm, blind und nackt. Du merkst nicht, wie blind du bist. Wir merken es oft nicht. Wir merken es oft nicht, dass wir von Glauben in Religiosität reingefallen sind. Dass wir von Vertrauen in einem Ritual hineingekommen sind. Dass wir von der Gnade in einer Liturgie gekommen sind. Wir haben einen eigenen Glauben. Wir glauben, es geht nicht. Du kannst mit einem Smartphone nicht rasieren. Es geht nicht. Wir haben einen eigenen Glauben. Wir denken, Gott kann nicht. Wir denken, es geht nicht. Wir denken nicht, dass du da auch den Strom daraus, dass Kraft daraus kommt, dass wenn wir zu Jesus kommen, dass er nicht nur uns das ewige Leben in Bezug auf Himmel gibt, sondern dass er rettet, er heilt, bewahrt, er quickt, er schenkt uns Kraft, er schenkt uns Freude, er schenkt uns Liebe. Wir brauchen keine Angst zu haben. Und dann auf einmal ist diese Liebe, auch diese Eigenliebe, wir hatten ein wunderbares Wort heute Morgen von Bernd, über sich selbst lieben. Und wir merken oft gar nicht, wie sehr wir Menschen manipulieren, weil wir wollen, sie sollen so wie wir glauben. Und wir fahren sie an. In Offenbarung 3, Vers 18 sagt er, kauf dir Augensalbe, die deine Blindheit heilt. Sagt er in Hoffnung für alle Übersetzung. Unsere Augen. Interessant ist es, die Gemeinde von Laodicea. Das war eine Gemeinde. Jesus schreibt zu der Gemeinde. Jesus schreibt zu einer Gemeinde, die schon nach der Auferstehung Jesus, nach der Ausgießung des Heiligen Geistes, Es war eine bekannte Gemeinde. Sie war gegründet, sie war reich, sie hatte angeblich von allem. Und Jesus sagt, du weißt gar nicht. Du denkst, du bist reich. Du hast keine Ahnung, wie arm, wie blind und wie nackt du bist. In Offenbarung 3, 21 sagt er, wer durchhält und den Sieg erringt, wird mit mir auf meinem Thron sitzen. Wenn wir anfangen, in Markus Kapitel 10 zu lesen, die Geschichte, sie wird auch in Matthäus, auch in Lukas, Matthäus 20, in Lukas 18 wird die gleiche Geschichte erzählt in einer anderen Form. Da merkst du auf einmal, wie Jesus sein Herz tickt. Wie Jesus eigentlich gar nicht in der Liturgie, wie Jesus gar nicht in seinem Tagesplan, wie Jesus sich nicht aufhalten ließ, sei es von den Religiösen, sei es von den Mächtigen, sei es von der Tagesplanung, sei es von den Jüngern. Die Jünger, die hatten gewöhnlich etliche Pläne und Jesus hielt sich nicht dran. Denn etliche Sachen stören uns. In Markus 10, Vers 13, da brachten sie Kinder zu ihm, damit er sie anrühe. Doch die Jünger aber fuhren die an, die sie brachten. Ah, Geschwister, die Jünger fuhren sie an. Das ist etwas, was eigentlich wir als Kinder Gottes, die Bibel sagt, daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, so ihr den anderen liebt. Es gibt Momente in unserem Leben, wenn jemand uns gegenan ist, wenn unsere Pläne durchstrichen wurden, wenn jemand uns konfrontiert, wenn all das, was du wolltest, deine Träume
und all das, wenn das auf einmal jemand durchkreuzt. Oh weh, die Person, die vor dir steht, wenn das geschieht. Er klebt wie eine Wanze an der Wand. Wir merken oft gar nicht, dass wir als Kinder Gottes, dass unser Glaube oft ist nicht an die Verheißung Gottes in unserem Leben, sondern unser Glaube hat mit unseren Träumen und unseren Visionen zu tun. Und wir haben eine Vorstellung, wie der Glaube ist. Eines Tages werden wir vor Jesus stehen. Das Einzige, was zählt, ist, was wir für ihn getan haben. Und die Menschen, die wir zu Jesus gebracht haben, die paar, und vielleicht die Hunderte, die unseren Weg gekreuzt haben, aber denen wir nicht haben Mut, steh auf, erruht dich, sondern wir sind sie angefahren. Für uns sind sie Loser. Für uns sind sie in dieser Etappe, vor dem sie Jesus kennen. Ich erinnere mich von einem Kollegen in der Schule, er war in meiner Klasse, und das war eigentlich der schlimmste Kollege, den ich hatte. Und ich hatte schon, meine Mutter hat uns gegeben, wir hatten damals so Traktate, wir haben evangelisiert, wir haben von der Klasse, wo ich, in der Klasse, wo ich war, haben wir heute 8 Pastoren. Aber es gab einer, der, das ist ein Loser, den sprichst du nicht an, weil der wird sich nie bekehren. Diese Tage hat er mir eine Anfrage in Facebook gemacht. Pastor so und so. Ich sage, wie? Jemand war nicht so voreingenommen, hat ihn angesprochen. Hab Mut, steh auf, Jesus ruft dich. Ah, Geschwister, wie sehr sind wir doch geprägt von Erfahrungswerten, von Menschen, die uns verletzt haben, von Menschen oft damals, der hatte mich oft verprügelt. Und der ist nicht würdig. Und wir gehen in diesen an, dass wir haben die Liebe, aber wir lieben, die uns lieben, wie heute Morgen gepredigt wird. Das ist das der Basic. Das tun sogar die schlimmsten Tiere. Aber Jesus sagt, ein neues Gebot gebe ich euch. Und dieses Gebot ist immer noch neu, weil wir im alten Sinne agieren. Und wir oft nicht merken, in was für einer Gnade. Ich habe die letzten Zeit mal beim Walken so, wenn wir tags gehen, die Bibel durchgehorcht. Ist nicht so schwierig wie durchlesen. Und da habe ich oft die Briefe vom Apostel Paulus und ich habe gesucht ein Vers, wo er die Regierung kritisiert. Damals Nero als Kaiser, glaube ich, war nicht genauso wie Merkel als Kanzlerin. Die Gemeinde, sie empört sich, dass hier sehr viele Restriktionen haben. Aber ich glaube, Paulus hatte mehr. Und du findest keinen einzigen Bibelvers, wo er das Volk aufruft, politisch sich zu engagieren. Versteht mich bitte nicht falsch, wir müssen unsere Werte vertreten. Aber wir haben oft, wir haben die Nuance, wir haben die Wertschätzung, wir haben es vergessen, dass die Gnade Gottes, die uns vom Himmel zu uns kommt, dass es ist etwas, wo Gott uns führt, fand ich wunderschön heute, wo Bernd erklärte. Es ist die Liebe, die wir haben. Es ist so wie die Rebe. Jesus sagt, vom Weinstock und die Rebe. Und wenn da keine Weintraube ist, dann kann die Rebe nicht fließen. Die Liebe kann nur durchfließen, wenn du Frucht bringst. Wenn du keine Frucht bringst, kann die Liebe nicht fließen. Und sehr oft sind wir diejenigen, wir fahren die Leute an, wir gehen nach unseren Zielen, wir haben unsere Träume, wir wurden enttäuscht. Und Jesus ruft, aber wir sind zu beschäftigt. Wir sind zu beschäftigt. Ah, Geschwister, wir sind zu beschäftigt. Eines Tages wird die Social Media, Instagram und Facebook, der größte Zeuge sein gegen uns, dass wir Zeit hatten zum Beten. Wir merken oft gar nicht. Wir merken oft gar nicht, wie sehr wir auf einmal in einer Parallelwelt gehen. Wir sind auf einmal virtuell. Du kannst das machen. Natürlich kannst du ein Handy kaufen, um dich zu rasieren. Was für Handy möchtest du? Das, was am besten rasiert, der Mann. Du kannst es gebrauchen, aber es wurde nicht dazu entwickelt. Die tausende Ingenieure, die tausende Technik, die haben das nicht gemacht, sondern es wurde entwickelt, damit du dich kommunizieren mit dem Nächsten kannst.
damit du reden kannst, damit du gehört wirst, damit du die Stimme des anderen hörst. Wie gesegnet sind wir doch in dieser Zeit, dass wir die Distanzen verringern, dass wir Menschen hören, die weit ab sind. Oh, was sind wir gesegnet, wo Jesus auf diese Welt gekommen ist. Er hat die Verbindung zum Vater gebracht. Er ist der Gott, der uns führt. Wir dürfen in seiner Gnade gehen. Und oft vergessen wir es. Vergessen es. Es ist die Liebe Gottes. Ich traf diese Tage einen lieben Bruder in Christus. Ich nenne ihn Bruder in Christus. Und er ist von einer religiösen Ansicht, die glaube nicht, dass Jesus Gott ist. Er sagt, zitiere mir einen Bibelvers, das sagt, dass Jesus Gott ist. Sage ich, wenn ich es dir zitiere, glaubst du dann? Und ich merkte, da war keine Kommunikation. So habe ich mir Zeit genommen. Und das ist wunderbar, wenn du Zeit hast, jemand ihm einladst für einen Kaffee, Zeit nimmst mit ihr und erstmal zuhörst. Erstmal zuhören. Es ist nicht schlimm, wenn Menschen verschiedene Meinungen haben. Hör zu. Ah, Geschwister, der hat so vieles durchgemacht. Mir kamen die Tränen, was der Mensch alles durchgemacht hat. Und dann am Ende, vor dem Vers 9, sagt er, und der Vers, willst du, er sagt ja, ich sage, öffne 1. Johannes Kapitel 5, Vers 20. Hört auf, hat er gelesen. Wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns einen Sinn dafür gegeben hat, dass wir den Wahrhaftigen erkennen. Und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesus Christus. Und dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Und er schaut mich an und sagt, wisst ihr, in der Bibel von unserer Religion ist das Wort Gott klein geschrieben. Ich sage, mein lieber Bruder, gibt es irgendein Substantiv, gibt es irgendein Dingwort in Deutsch, das klein geschrieben wird? Sogar Flo schreibst du groß. Es gibt kein Dingwort, das klein geschrieben wird. Das gibt es nicht. Schon in der deutschen Sprache. In der anderen kannst du es noch erklären. In Portugiesisch und Englisch kannst du es noch erklären. Aber trotzdem, dieses Wort auf Griechisch, Theos, es ist groß geschrieben. In anderen, ich sage in der Übersetzung, es gibt die Alpha, es gibt die Beta und die Delta. Alle drei, die schreiben das, da ist keine Chance. Ich weiß, in eurem Buch ist da etwas geschrieben, aber du hast mir gefragt, ob es ein Bibelvers gibt. Und ich sage, ich möchte dich einfach bitten, bete zu Gott, frage Gott. Ich finde das gigantisch, dass Gott uns so sehr liebt. Ah, Gott liebt uns so sehr, er gibt uns so viel Zeit. Er fährt uns nicht an, wenn wir Fehler machen. Er liebt uns nicht weniger, wenn wir aufhören. Er ist nicht derjenige, wenn du nicht das und das und das tust. Wir sind oft so mit der Erziehung unserer Kinder. Wir erwarten, wir lieben sie, wenn sie das und das tun. Und die Bibel sagt, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Er hat nicht erwartet, er hat einfach getan. Und er hat symbolisch uns gezeigt, was das kostet. Wo Abraham sagt, gib mir deinen Sohn. Es gibt sehr viele Prüfungen in der Bibel, die ich vielleicht bestehen würde. Aber ich kenne eine Prüfung, die ich bestimmt nicht bestanden hätte. Das ist diese Prüfung von Abraham. Ich liebe Gott über alles, beinahe. Sie kommen zu ihm und sagen, nur Mut, steh auf, er ruft dich. Wo wir als Kinder Gottes zu Jesus kommen, und was ich jetzt sage, ich versuche es sehr vorsichtig auszudrücken. Ein Blinder ist auch am Leben, aber er kann nicht sehen. Sehr oft haben wir Jesus in unserem Leben aufgenommen und Jesus schreibt zu der Gemeinde, er sagt, ihr wisst es nicht, dass ihr blind seid. Oft, wenn wir die Bibel betrachten, wenn wir ein paar Kapitel zurückgehen, da zeigt uns die Bibel eine interessante Situation. Die Bibel sagt, das ist ein Mann und er ist blind. Und Jesus, der die Blinden sehen macht, zwei Kapitel vorher, die Bibel sagt, und er nimmt ihn raus,
und er heilt ihn. Und er fragt, bist du geheilt? Und er sagt, ich sehe Menschen wie Bäume. Konnte er sehen? Ja, er konnte sehen. Also ist nicht mehr Andreas, Eberon, sondern Fichte, Eiche. Welch der Unterschied zwischen Menschen und Bäumen? Mit Bäumen gehst du härter um als mit Menschen. Mit Bäumen gebrauchst du eine Axt. Bäume gebrauchst du für dich. Und oft sind wir als Menschen, wir merken gar nicht. Hatte Jesus nicht genug Salbung an dem Tag? Er war gerade nicht gut drauf. Er hat ihm geheilt, aber das war so lilala. Er fragte ihn, kannst du sehen? Er sagt, ich sehe Menschen. Die Bibel sagt, und er führt ihn vom Dorf hinaus. Und er heilt ihm, da sagt er, geh nicht zurück ins Dorf. Oft bist du in einer Gesellschaft von Blinden gewohnt. Du bist immer mit Blinden gegangen. Du merkst gar nicht, wie sehr du dich daran gewöhnt hast. Es gibt ein Sprichwort, man sagt, in einem blinden Dorf ist ein einäugiger König. Wir merken oft gar nicht, wie sehr wir uns in dieser blinden Welt gewöhnt haben. Wie sehr die Maßstäbe der Erde, der irdischen, der Weltlichkeit, des Humanismus uns geprägt hat. Weil wir zu wenig in Gottes Wort forschen. Und Jesus, er kommt ein zweites Mal und es war nicht wegen seiner Macht, es war wegen dem Umfeld. Es war, Jesus sagt, auch wegen der Härte unseres Herzens. Es war, weil wir oft unseren Augen, selbst wenn er uns heilt, aber wenn wir in der falschen Richtung schauen, wo ist unser Fokus, wo schauen wir hin? Schauen wir hin an die, die uns verletzen oder schauen wir auf Jesus? Wenn du nach oben schauen musst, das ist immer anstrengend. Das ist leichter nach unten schauen. Hast du schon mal jemand gesprochen, der schüchtern ist? Wo schaut er hin? Niemals nach oben. Er schaut nach unten. Der Feind will, dass wir nach unten schauen. Der Feind braucht nicht viel Arbeit, um uns zu stoppen. Er gibt uns Beschäftigungen. Oft gibt er uns Dinge, für uns ein Segen ist. Du bist in der Nähe, einen Erfolg zu haben, fängst an, ein Segen zu sein in der Gemeinde und dann kriegst du eine Beförderung. Und du ziehst weg. Nach Obersendlich. Du ziehst in einen anderen Stadt. Angeblich ist es ein Segen. Aber der Feind merkt, dass die Menschen in deiner Nähe fangen an. Sie haben gehört. Jesus ist da. Es ist aber diese Phase, wo sie noch nicht reif sind. Und der Feind merkt, wenn du länger da bleibst, wenn du länger in der Gemeinde bleibst, wenn du länger in der Arbeitsstelle, wenn du länger zu Hause bleibst, die Menschen werden sich bekehren. Und da kommt damit ein wunderbares Angebot. Und es gibt sehr viele Menschen, die verlassen Gemeinde, die verlassen mit guten Argumenten. Du kannst es nachvollziehen. Ich habe Ochsen gekauft, habe ein Weib mir gefreit, ich habe Wälder gekauft, ich habe Felder gekauft. Es sind sehr gute Argumente. Aber du verpasst deine Berufung. Jesus ruft dich. Ah, Geschwister, Jesus ruft dich. Ich kann mich erinnern, ein Bekannter, wollte immer eine Safari machen. Er war in Kenia, hat keine Safari gefunden. Dann hatte aber einer der Kolonnen da, der hatte einen Löwe. Dann wollte er wenigstens ein Foto mit dem Löwe machen. Und da kam er in der Nähe und dann sagt, es ist nicht gefährlich. Nein, sagt, er habe keine Angst, dieser Löwe hat keine Zähne. Ich dachte, oft sind so wir als Gemeinde Jesu Christi. Wir sind nicht mehr gefährlich für den Feind. Der Wolf braucht keine Angst mehr haben. Er braucht keine Angst haben, dass unsere Nachbarn sich bekehren, dass unsere Familie, dass wir beten werden, dass wir die Zeit nehmen werden. Aber ein Bruder, er hat gefastet für diese Pandemiezeit. Da kam jemand zu ihm und sagt, meinst du, das bringt was, wenn du fastest? Meinst du, deswegen wagt es? Und er fragt, und was hast du gemacht? Ah, Geschwister, wie schnell werfen wir Steine? Wie schnell wissen wir, was zu tun ist? Wie wenig
Und Jesus in Markus Kapitel 10, interessant sind die letzten Worte. Jesus aber sagte zu ihm, geh hin, dein Glaube hat dir geheilt. Sofort konnte er sehen und folgte ihm auf dem Weg. Josephus schreibt, dass dieser Blinde, er geht bis zu Jerusalem und er wird einer der ersten Christen da bei der Urgemeinde. Und einer, der weiterhin noch lange noch aktiv auch da war. Folge mir. Der Preis, die Gnade, den Segen, den Gott uns gibt, ist, dass wir Jesus folgen. Wir können nur so weit Menschen bringen, wie wir sind. Wir können Menschen nicht weiterbringen, als wir sind. Wir können Menschen nicht im Gebet bringen, wenn wir nicht beten. Wir können Menschen nicht anleiten der Gnade, wenn wir nicht gnädig sind. Wir können Menschen nicht helfen, wenn wir nur in Theorie reden. Jesus sagt, du kannst nicht sagen. Der eine sagt, Mensch, ich brauche Hilfe. Und du sagst, ich bete für dich. Es gibt so viele Menschen und wir sind in einer Welt, wo oft wir als Christen so ein Benehmen haben, dass die Welt lieber jemand von der Welt wählt, weil er sagt, der ist wenigstens angeblich höflich. Wir merken oft gar nicht, wie sehr wir unser Ziel verpassen, indem wir Menschen anfahren, indem wir laut werden, indem wir Menschen fertig machen, indem wir nicht mehr gnädig sind, indem wir unsere Rechte. Es ist oft so, ich traf eine liebe Person, sie war mal in unserer Gemeinde, wir waren im Supermarkt, auf einmal sehe ich, da ist ein Krach, da wird gestritten. Komme ich nach vorne, es ist eine Ex-CBG-Mitglied. Es ging wegen 10 Cent, wegen 10 Cent. Und ich merkte, das dauerte lange und ich kam und ich sagte zu der Schwester, ich zahle es, hier. Aber 10 Cent, nein, ich sage, ich zahle sogar 10 Euro. Und dann erkannte sie mich, weil bei der Maske ist meine gesegnete Nase nicht so auffällig. Einmal wurde sie ganz blass. Ich sage, weißt du, Jesus hat so viel für uns gezahlt. Wir merken oft gar nicht, dass stattdessen wir die Menschen sagen, steh auf. Wir fahren sie an. Wir sagen, hör auf damit. Die Menschen, sie... Ich habe eine Person bei dem Konzern, wo ich arbeitete und ich hatte meine Gebetszeit gehabt und ich habe versucht, mit ihm zu reden. Das war wirklich, da hat er mir seine Geschichte erzählt. Er war mal im Glauben. Ah, Geschwister, wir können Glaubensgeschwister oft so, die Bibel sagt, und sie fuhren ihn an. Wir reden von Liebe, aber wenn wir von Liebe reden und dieses Jahr haben wir im 8 Uhr Gottesdienst über Liebe. Und ich habe eins gemerkt, ich muss noch sehr viel lernen über Liebe. Wir brauchen mehr den Heiligen Geist. Wir brauchen mehr die Zeit mit Gott. Wir brauchen mehr Gnade. Wir brauchen mehr Gunst, damit wir mehr Gunst geben. Wir können nur so viel weitergeben, wie wir vom Thron der Gnade holen. Und wenn es ein Jahr gab, wo wir Zeit hatten, Bibel zu lesen, war das Jahr das Vergangenes, nicht wahr? Wir haben so viel Zeit. Die Menschen sagen, die Leute bestellen online alle neue Couch, weil du hast dich so viel mal umgedreht in der Couch, dass sie schon ganz kaputt gegangen ist. So viel Zeit. Wozu nutzen wir die Zeit? Kaufen wir die Zeit aus? Ah, wir sind so aktiv geworden in den Medien. Wir haben so viele Followers mehr. Ah, wir sind so in Facebook und so wenig in Facebook. Ah, wir haben so viel. Wir merken gar nicht, dass wir verloren haben. Stehen wir bitte auf. Ich möchte heute beten für eine Erfrischung. Wer durchhält, tu nochmal das letzte vorher, wer durchhält und den Sieg erringt, wird mit mir auf meinem Thron sitzen. Diese Etappen zum Sieg, es ist oft kompliziert und die größten Herausforderungen sind oft nicht da draußen, sie sind hier drinnen. Es sind Menschen, die uns entmutigen. Und dann auf einmal, der Apostel Paulus sagt, aber deswegen verlass nicht die Versammlung. Du brauchst die Gemeinschaft, du brauchst eine Ortsgemeinde. Es ist so wunderbar, unabhängig, wo du hinkommst in der Welt. Es ist gigantisch, du kommst in einer Gemeinde, du bist zu Hause. Ich habe es voriges Mal erzählt, ich habe so oft meine Dienstreisen erfahren. Am Ende habe ich gewöhnlich Hotel nur für einen Abend bestellt. Weil sobald ich in eine Gemeinde war, da war jemand, der hat mich eingeladen bei ihm zu Hause. Auf einmal gab es einen Mittag und dann auf einmal kam ich zurück. Meine Frau sagt, wieso hast du zugenommen? Sag ich, ja, da war eine Schwester in der Gemeinde, die hat mich sowas von bekocht.
unabhängig, wo du hinkommst, du hast Geschwister im Herrn. Wir sind die gesegneteste Generation ever. Wo gibt es das in die Welt, dass während der Zeit der Pandemie die so eine Gemeinschaft haben können? Wo gibt es das in der Welt, dass du kannst zu dem Herrn kommen, einfach deine Knie beugen und er tröstet, er erneuert. Er sagt, hab Mut, steh auf, Jesus ist da. Selbst wenn du dich alleine fühlst. Wir haben dieses Jahr ein Jahr der Verkündigung. Und ich bin Gott dankbar, all die Geschwister, auch diese Gelegenheit, die wir haben, diese Zeitungsverteilung-Aktion. Es ist so gigantisch, es geht nicht um die anderen, es geht um unsere Aktion. Es geht um, wie wir dem Nachbar begegnen, wie wir für die Menschen beten, wie wir es vorbereiten. Wie bereitest du dich vor? Wir merken oft hier, du kommst hier und auf einmal siehst du, der eine spielt Instrument so gut, der andere so. Und dann merkst du, okay, der eine hat sich so viele Zeit vorbereitet. Und der eine hat beinahe das Instrument vergessen in der letzten Minute. Es ist ein Unterschied, ob du dich vorbereitest. Bereitest du dich vor für eine Begegnung? Betest du? Hast du ein Material, was du mitnimmst? Bittest du um Gebet an deine Geschwister? Besuchst du diese Person spezifisch? Hast du wirklich ein Ziel? Oder schießt du mit einer Schrotflinte? Also, wo es hinfällt, ohne gezielt gebetet, gefastet, Gottes Wort in Anspruch genommen, morgens dich vorbereitet zu haben, in der Gnade gehen, ich weiß, wenn ich ihn begegne, Gott wird reden. Wir sind oft Krieger, die aber die Waffenrüstung nicht anhaben. Wir sind oft Soldaten, aber die keinen General haben wollen. Wir sind eine Armee, die kein Uniform liebt. Und wir tauchen auf in Pyjama im Krieg und kommen durch Löcher zurück und sagen, wie böse ist die Welt. Wisst ihr, Geschwister, ich habe eins gelernt. Wenn Jesus unser Ruf hört, bleibt er stehen. Wenn du mit Gott redest und sagst, Gott, ich habe einen Vorgesetzten, der ist so aggressiv, weil er verletzt ist. Er ist so aggressiv, weil er Jesus nicht kennt. Ah, Geschwister, wie wunderbar ist es, wenn wir in der Gnade Gottes gehen, wenn wir wieder diesen Maßstab Gottes haben. Wir sind oft so, wir wollen gleich mit Prügel. Ich erinnere die Geschichte von einem Pastor, seine Tochter war im Kindergarten und am ersten Tag, wie ein guter Vater, schaut er hinter die Mauer, da kommt ein Sechsjähriger und verprügelt seine Tochter, schubst ihn. Er will über die Mauer springen und dem sechsjährigen großen Giganten verprügeln. Der Heilige Geist sagt, nein. Am Abend kommt die Tochter nach Hause, er war ganz verzweifelt, sagt er, wie war das? Sagt er, guter Tag. Wie war es im Kindergarten? Na, alles gut. Sagt, da hat doch jemand dich geschubst. Ach, sagt er, das ist der und der. Weißt du, der hat keinen Papi. Der hat keinen Papi. Er sagt, und während der Schulunterricht habe ich ihm da geholfen. In der Pause kam und hat er sich entschuldigt. Er fragt dich, warum schubst du mich? Sagt er, alle schubsen dich, wollte auch. Aber ab heute wird dich keiner mehr schubsen, ich sorge dafür. Oft mit unserer eigenen Aktion unterbinden wir die Aktion des Heiligen Geistes. Liebe ist stärker. Liebe ist stärker. Eine Geschichte, die sich immer wiederholt, das mich so markiert hat, dass dieses kleine Mädchen auch im Kindergarten kam. Und dieser eine Junge genau, hat immer geschubst. Und sie sagte immer, Liebe ist stärker als Hass. Er sagt, Hass ist stärker. Eines Tages hat er ihr so geschubst, dass sie mit dem Kopf auf den Bürgersteig und sie fing an zu bluten. Und er sagt, Hass ist stärker. Und da zwischen den Steinen, Bürgersteinen, war ein kleines Blümchen. Sie nimmt dieses Blümchen, gibt ihm das und sagt, Liebe ist stärker. Liebe ist stärker. Wir haben das Jahr der Liebe. Und das ist herausfordernd, weil Liebe ist nicht eine Eigenschaft des gefallenen Menschen. Aber ich möchte heute beten, dass du ins Meer der Liebe durch der Gnade Gottes und der Kraft des Heiligen Geistes, dass du nicht ein Terrorattentäter, sondern eine Liebesbombe bist. Wo du hineinkommst und explodiert, da haben alle Menschen auf einmal, wo geschrien wurde, auf einmal wird gesungen, werden Menschen mit Liebe, werden Erneuerung, werden Geschenke ausgetauscht, werden Einladungen. Auf einmal, wo es knistert in der Luft, auf einmal ist Frieden da. Wo Menschen nur schrien, auf einmal wird gelacht. Auf einmal werden Menschen wieder Väter zu Kindern. Auf einmal kommt Versöhnung wieder. Auf einmal wird in diese Abteilung, wo man sagt, das ist die schlimmste Abteilung, auf einmal will keiner die Abteilung verlassen. Es ist so ein schönes Klima, seitdem du in dieser Abteilung bist. Ich möchte beten, dass du ein Agent der Gnade bist. Dass du so ein erfrischendes Wasser bist. Dass da, wo du hineinkommst, dass du diese Etappen des Sieges, dass du weißt, Gott hat dich berufen. Du gehst in der Gnade Gottes. Gott hat eine Verheißung. Schließ bitte deine Augen. Ich möchte vor dem Gebet, dass du einfach es zum Herrn bringst.
Du weißt, was hindert, damit du, Jesus hat schon lange zu dir gesagt, steh auf, komm. Und dieser Blinde, er stand auf, er ließ seinen Mantel hinter sich, das war all das, was ihm hinderte. All das, was zum blinden Leben gehörte, aber gehört nicht mehr zum Leben. Er hat noch nicht gesehen, er war noch nicht sehen, aber er nahm es in Anspruch, er ließ es hinter sich. Ich will sehend und ich nehme Maßstab von Sehenden. Du darfst dich gerne hinknien, stehen bleiben, es wird ein bisschen ein längeres Gebet sein. Auch wenn du von zu Hause aus zuschaust oder über Medien zugeschaltet bist, glaube daran, der Herr ist da. Und vielleicht sind sehr viele Dinge in ihrem Leben geschehen, was nicht mehr so gut laufen. Die Beziehung, die Familie. Und du denkst immer an den guten alten Zeiten. Und du hast den Mantel immer noch um und denkst, das war mal so schön damals. Da war die Welt noch in Ordnung. Da waren meine Kinder, da waren die Arbeitsstelle. Dann war das und war das. Da kommt der Herr, die Bibel sagt, und wenn du zu ihm schreist, er bleibt stehen. Und er sagt, siehe, ich mache alles. Vater, wir kommen zu dir, Herr. Herr Jesus, wir danken dir, Herr, dass du auf Erden Zeit hattest, Herr. Herr, dass deine Termine, Herr, nicht von den Großen bestimmt wurden, sondern jeder, der dem Namen des Herrn anruft, Herr. Oh, Vater, wir danken dir, dass du ein treuer Gott bist, Herr. Wir danken dir, dass du ein Gott bist, der uns führt in Kraft und in Wahrheit, Herr. Wie wunderbar, dass wir einen Vater haben. Oh, Herr Jesus, wie wunderbar, dass wir einen Retter haben. Oh, Heiliger Geist, wie wunderbar, dass wir einen Tröster haben. Wie wunderbar, dass wir geborgen in Kraft und der Gnade gehen dürfen, Herr. Herr, dass wir ein Zuhause haben. Dein Wort sagt, du bist hingegangen, uns eine wunderbare Villa vorzubereiten. Herr, vergib uns, wenn wir so eigensinnig nur auf uns bedacht sind und vergessen haben unseren Auftrag, Herr. Wir haben einen Auftrag, Herr. Wir haben diesen Auftrag verpasst, Herr. Wir als Gemeinde Jesu Christi, Herr. Wir haben hier in Deutschland abgenommen, Herr. Wir sind reicher geworden und ärmer. Oh, Vater, in Jesu Namen öffne du uns die Augen, Herr, die Gemeinde Jesu Christi, damit wir wieder Frieden verbreiten, aber gefährlich gegen die Hölle sind. Damit wir wieder Freude haben, Herr, aber nicht den Genuss der Welt gebrauchen, Herr. Damit wir wieder Versöhnung bringen, Herr, aber nicht Sehnsucht haben nach Gemeinschaft mit den Herr, diejenigen, die dir nicht lieben, Herr. Vater, wir beanspruchen das Blut Jesu Christi über die Gedanken deiner Kinder. Herr, über die Erinnerungen, Herr, daher, wo der Feind uns immer nur Erinnerungen bringt, Herr, die uns negativ prägen, wo wir als Opfer da sind. Oh Vater, in Jesu Namen, wir brauchen eine neue Begegnung mit deinem Wort, Herr. Vater, schenk uns Liebe zu deinem Wort, Herr. Schenk uns Sehnsucht nach deiner Gnade. Hilf, dass sie möchten in deiner Kraft gehen. Nur du, Herr, kennst jedes Herz, jede Not, jeden Schmerz, jede Verletzung, Herr, die noch nicht vernarbt ist, Herr. Jeden Eiter, Herr. Diese Wunden, Herr, die so lang ist und sind, Herr. Wo Ängste, Müdigkeit, Krankheit, Traurigkeit, wo diese Unterdrückung, Herr, wo die Verletzungen, wo die Krankheit, Herr, uns so oft geprägt hat, Herr, wo wir, Herr, diese Unruhe der anderen und diese Aggressivität der Welt übernommen haben, Herr, und deine Stimme nicht mehr hören, Herr. Vater, in der Autorität deines Wortes, im Namen Jesu, Herr, beanspruchen wir, Herr, durch das Blut Jesu Christi, Herr, dass wir wieder unser Herz, Herr, wir brauchen Hilfe, Herr. Hilf uns wieder zu lieben, Herr. Hilf uns, unser Herz zu öffnen, Herr. Herr, wir sind so viel verletzt worden, Herr, dass wir unser Herz nicht mehr öffnen, Herr. Und so kann die Rebe, Herr, keine Frucht bringen, Herr. Herr, wir möchten, Herr, sagen, hier sind wir, Herr, gebrauche uns, Herr. Vergib, wo wir uns so schade waren, Menschen anzusprechen, Herr. Wo wir nur wollten, Herr, unsere Ziele erreichen, Herr.
wo wir vergessen haben, Herr, wie kostbar wir sind, Herr. Herr, wo wir einfach nur wollten, Herr, erfolgreich sein, Herr. Oh Herr, du hattest alles, aber du hast dich erniedrigt aus Liebe zu uns, Herr. Alles wurde dir angetan, vom Schrecklichsten, vom Schlimmsten, vom Beleidigsten, Herr. Aber du hast uns geliebt bis zum Ende. Oh Herr, befähige du uns in deiner Kraft, hilf uns zu lieben, Herr. Herr, wir haben es verlernt, Herr. Wir wissen nicht mehr, wie man liebt, Herr. Weil wir zu sehr uns, Herr, in die Social Media und zu wenig in der Heaven Media. Oh Herr, wir brauchen dein Wort, Herr. Wir brauchen Leidenschaft für dein Wort. Wir brauchen Liebe, Herr, zu der Bibel. Wir brauchen, Herr, Leidenschaft zum Gebet, Herr. Wir brauchen Sehnsucht nach Gemeinschaft. Herr, wir brauchen, Herr, Ekel vor der Sünde. Oh Herr, vergib uns, Herr, wenn wir immer so im Geheimen, Herr, so viel Geheimtuerei, Herr, wo wir so viel Sünden auf uns laden, Herr, und wissen gar nicht, wie dreckig wir sind, Herr, weil wir blind sind und den Schmutz nicht sehen. Oh Vater, in Jesu Namen, ich bete für jeden Einzelnen, Herr, sei hier, sei es, der zugeschaltet ist, Herr, dass du kommen möchtest, Herr, mit deiner gnädigen, wunderbaren Hand, Herr, dass du jetzt möchtest deine Hand auflegen, Herr. Und Vater, dass du einfach zu deinen Kindern redest, Herr. Herr Jesus, dass du sagst, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen, ängstlich und enttäuscht, verletzt und krank, voller Wunden und verraten. Ich will euch erfrischen. Ich will euch erneuern. Ich will euch Kraft geben. Ich will euch wieder Power geben. Siehe, ich mache alles neu, spricht der Herr. Oh Herr, vergib, Herr. Wo wir uns so nach der guten alten Zeit gesehnt hatten. Du bist hier. Du möchtest alles neu machen, aber wir versuchen es in eigener Kraft. Und in eigener Kraft können wir nicht Leben erschaffen. Komm, Heiliger Geist. Komm, Heiliger Geist. Belebe neu dein Werk. Schaff in uns, Herr, ein neues Herz. Vergib uns, Herr, wo wir so durch Liturgie, durch Rituale, durch geistlichen Jargon uns selbst betrübt, uns selbst betrogen, uns selbst eingebildet haben, Herr. Oh, du bist so wunderbar, Herr. Du bist der Herr, der uns führt. Du bist der Gott allmächtig. Du bist der König der Königin. Du bist der Vater des Lichts. In dir ist die Liebe. Du bist rein, du bist heilig, du bist groß, du bist mächtig. Du rettest, du heilst, du bewahrst, du erquickst. Herr, belebe, Herr, das Werk, belebe deine Kinder, Vater, in Jesu Namen, umarme sie, dass sie wissen, dass sie geliebt werden, dass sie es spüren, das Leben, Herr, ich verheiße Leben, Leben, das vom Kreuze kommt, Leben, das von der Auferstehung kommt, Leben, das von Golgatha fließt, Leben durch Jesus Christus. Komm, Heiliger Geist, komm, Heiliger Geist. Vater, in Jesu Namen proklamiere ich Heilung durch das Blut Jesu Christi. Zelle an Zelle, Gewebe an Gewebe, Knochen an Knochen, Gelenk an Gelenk, Nerv an Nerv, im Namen Jesu von Nazareth, Wiederherstellung durch das Blut Jesu Christi. Vater, all diese Enttäuschungen, all diese Fake-Erinnerungen, all diese Selbstmitleidssyndrome, all diese Depressionängste, all diese Todesgedanken, all die Traumas, Herr, all die Panikmacherei von Corona, Herr. Oh Herr, komm mit Heilung, Herr, heile, Herr. Heile, Herr, das Bewusstsein deiner Kinder, dass sie wissen, wer sie sind in Christus Jesus. Dass sie wissen, was sie können durch das Blut. Dass sie wissen, was sie haben durch die Errettung. Oh Herr, dass wir wissen, wir sind Kinder Gottes. Wir pilgern nach Zion. Unsere Heimat ist das neue Jerusalem. Wir brauchen keine Angst zu haben vor den Riesen, denn Gott ist mit uns. Und wenn Gott mit uns ist, Halleluja. Die Freude am Herrn, die Freude im Herrn, die Freude vom Herrn. Du kommst mit ihm Frieden als Friedenfürst. Ich bitte, dass du Heilung bringst, Herr. Heilung, Herr, in der, im Gemüt, Herr. Heilung, Herr, in der Erkenntnis. Heilung, Herr, in den Augen. Herr, dass wir, Herr, nicht die Feinde um uns sehen, sondern so, Herr, wie dieser Diener, Herr, wo der Prophet sagt, Herr, öffne ihm die Augen. Herr, dass wir geistlich offene Augen haben.
dass wir dem Nächsten begegnen, dass wir in der geistlichen Ebene sehen, was da los ist, Herr. Dass wir Menschen mit Liebe begegnen, dass wir Courage haben, sie anzusprechen, dass wir uns nicht zu schade sind, die Menschen von der Liebe Gottes, Herr. Oh, vergib, Herr, wo wir oft, Herr, in unserem Schneckenhaus zurückziehen, Herr, und wo so viele Menschen, Herr, die wir von Jesus reden mussten, Herr. Du bist gnädig gewesen, wir durften etliche ansprechen, aber wie viele Hunderte haben wir übersehen, Herr? Herr, wir möchten einen neuen Bund mit dir machen, Herr. Herr, wir möchten deine Stimme hören. Wir möchten keinen einzigen übersehen, den du nicht übersiehst, Herr. Wir möchten uns nicht weigern, Menschen anzusprechen, wenn du möchtest, Herr. Herr, wir möchten es zu der Zeit mit der Liebe, mit dem Ton, Herr, in der Gnade, Herr. Oh, komm, Heiliger Geist. Vater, ich bitte, dass du kommen möchtest, Herr, und diese Leidenschaft, Herr, dieses Herz neu entflammen, zurück zur ersten Liebe. Oh Herr, zurück zu dieser Liebe, Herr, wo wir uns nicht zu schade waren, unabhängig vom Wetter, unabhängig von Krankheit, unabhängig von Distanz, von Abstand, unabhängig von wie viel wir zu tun hatten. Herr, diese erste Liebe, Herr, wo wir über Berge, wo wir durch Flüsse, wo kein Hindernis uns abhalten konnten, die Gnade Gottes durch die Liebe Christi zu bringen. Herr, wir möchten zurück, Herr, zu dieser Freude am Evangelium. Wir möchten zurück zu der Leidenschaft in deinem Wort. Wir möchten zurück, Herr, in der Freude an der Gemeinschaft. Wir möchten zurück, Herr, zu dieser Demut, Herr. Wir möchten zurück, Herr, uns demütigen, Herr. Wir möchten wieder diese Zeit, wo wir keine Schwierigkeit hatten, um Vergebung zu bitten, Herr. Wo wir zum Nachbar gingen, die Person, die uns verletzt haben, wo wir nicht zuließen, dass diese Wunden lecken, immer von den alten Dingen, sondern du machst alles neu. Halleluja. Oh, Herr, vergib uns, wo wir so oft, Herr, gejammert haben, angeklagt haben, Herr, wo wir so oft uns als ungerecht behandelt gefühlt haben, Herr. Oh, wer sind wir, um das vor dir zu bringen, der du am Kreuz noch gesagt hast, Vater, vergib, denn sie wissen nicht, was sie tun. Oh, Herr, wir brauchen eine neue Begegnung, Herr. Wir brauchen eine neue Erkenntnis, Herr. Wir brauchen eine neue Vision, Herr. Wir brauchen neue Träume. Wir brauchen eine neue Bereitschaft. Wir brauchen eine neue Leidenschaft. Wir brauchen eine Kraft vom Himmel, um diesen Mantel loszulassen. Herr, dass wir wieder die Frische haben, die Spritzigkeit aufzuspringen. Herr, nicht so wie jemand, der schon so alt ist, nicht richtig aufstehen kann. Herr, oh Herr, eine Armee von müden Leuten, Herr, die nicht kämpfen wollen. Herr, jeder zieht nur zu seiner Seite. Nein, Herr, wir folgen unserem General, der Jesus Christus ist, Herr. Wir sind bereit zu lieben, Herr, die uns fluchen, zu beten, die uns verfolgen, zu segnen denen, die uns böse antun, Herr. Wir sind bereit, eine Meile mehr zu gehen, Herr, aus Liebe zu dir, Herr. Wir sind bereit, Herr, zu dienen, wegen wir es für dich machen. Wir arbeiten, weil wir es für dich machen. Wir gehen auf die Straße, weil wir es für dich machen, Herr. Herr, wir machen es für dich. Alles, was wir tun und sind, es ist für dich, Herr. Vergib, weil wir so eigensinnig für uns gearbeitet haben. Herr, und waren so enttäuscht, weil es nicht geklappt hat, wo wir auf diese waagerechte Ebene geführt haben, Herr. Vater, wir brauchen deine Freude, Herr. Wir brauchen diese Vision des Himmels. Wir brauchen Augen, Herr, die mit Gnade sehen, Herr. Wir brauchen ein Herz, Herr, das vom Kreuz schlägt, Herr. Wir brauchen, Herr, unsere Sinne, die, Herr, vom Heiligen Geist neu. Oh, Herr, wir brauchen mehr von dir. Mehr. Mehr. Komm, Heiliger Geist. Komm, Heiliger Geist, Herr, komm mit Heilungen, Herr. Heilungen in unseren Gemüter, Heilung in unseren Gefühlen. Heilen, Herr, in unsere Laune, Herr. Heilung, Herr, in unserer Bereitschaft, Herr. Herr, nimm weg, Herr, diesen Null-Bock-Syndrom, Herr. Herr, wo wir oft nicht wollen und wo das Erste ist, nicht, dass wir nicht können, sondern wir wollen nicht, Herr. Herr, schenk uns Kraft, wieder wollen zu wollen, Herr. Herr, denn mit uns allein, Herr, wir packen es nicht. Wir brauchen einen Durchbruch, Herr. Wir brauchen Hilfe, Herr, denn wir können diesen Verschluss nicht alleine öffnen, Herr. Herr, dieses Wollen hat Übermacht. Herr, wir brauchen wieder, dass du uns löst, Herr. Dass wieder, Herr, so wie Herr Silas, Herr, und Herr Paulus, Herr, wo sie gefangen waren, Herr. Herr, und wo auf einmal mit Lobpreis die ganzen Fesseln, die ganzen Schellen, die Gefängnisse, die ganzen Türen, Herr, gesprengt wurden, Herr. Wo auf einmal wieder Freiheit kam. Weil wem der Sohn frei macht, der ist wahrhaftig frei. Komm, Heiliger Geist. Komm, Herr Jesus, jetzt, Herr, während der letzte Lobpreis gesungen wird, Herr. Belebe, Herr, dein Werk, Herr. Komm, Heiliger Geist.
Wirke in uns. Öffne unsere Augen. Wirke in uns. Öffne unser Herz. Wirke in uns. Öffne unsere Bereitschaft. In Jesu Namen.